Leute! Ja, ich habe mal wieder bei Tierwohltäter bestellt. Für alle, die es noch nicht wissen, Tierwohltäter ist ein Shop, wo man ganz normal Tiersachen kauft, Zubehör und Futter. Und dann kommt das Geld in Tierschutzprojekte. Ja, genau. Und ich würde sagen, dann packen wir jetzt mal die Pakete aus. Joa, dann mache ich jetzt erstmal das hier auf. So. Aha. Okay. Was uns da entgegenspringt, ist das Streu Tierwohl Classic. Das kannte ich noch nicht und deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Oder besser gesagt, ich habe das schon einmal ein bisschen ausprobiert, aber ja, ich fand es ganz gut und deswegen habe ich mir das mal geholt. So, ja, genau, das sind 20 Kilo und ja, kann ich da jetzt nicht rausholen, deswegen schiebe ich es einfach mal hier weg. Und dann kommt das Paketchen dran, wo auch direkt das Logo von denen draufsteht. Und dann machen wir das mal auf. So, hier oben. Nicht geöffnet. Ich öffne das mal kurz. Was uns hier direkt entgegenspringt sind. Natürlich. Pauscher. Oder, ja, Pauschen. Luftpolster, damit da nichts kaputt geht. Ja, genau. Und dann packen wir mal aus. Ja, und zwar habe ich für Buffy Uploves geholt. Hier, Uploves. Und zwar sind das 7 x 150 Gramm. Und ja, das ist sehr hochwertiges Futter und wirklich, wirklich, wirklich zu empfehlen. Und ja. Genau, und davon haben wir nicht zwei, sondern drei eigentlich. Vielleicht ist das da hinten noch drin. Also, davon haben wir bis jetzt noch zwei, aber wir haben drei gekauft. Und ja, Applaus hat, das kann ich jetzt leider nicht sehen, tut mir leid, aber ja, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal weiter. Jetzt nehmen wir einfach mal hier den Karton raus. Da ist ein Karton, ein Karton. Okay, machen wir den mal auf. Sobald der aufgeht. Und, ach ja. Oh mein Gott, die sehen so gut aus. Oh mein Gott, Leute, das sieht so gut aus. Oh Leute, wenn das nicht gut aussieht. Ja, hinter euch stehen die Meerschweinchen, die ihr jetzt hört. Wenn das nicht gut aussieht. Das sieht so mega gut aus. Das ist Grainless Snack Plus. Kamille plus Löwenzahn. Kamille und Löwenzahn. Und oh mein Gott, Leute, da sind richtig fette Blüten drin. Das ist mega. Echt nur zu, echt zu empfehlen. Und, sorry, meine Haare. Und ja. Genau, und davon haben wir hier 6 Stück. Und die sind alle mit Blüten drin. Da sind die Krachmacher.
Ja. Und ja, ich finde das Paket wirklich schön. Besonders weil da so viele Blüten drin sind. Hey, Daumen hoch. Das ist echt schön. Und ja. Und dann haben wir hier einmal Gypsy Classic. Wir hatten ja jetzt immer Gypsy Super gekauft. Aber wir wollten halt nochmal was anderes ausprobieren. Und das ist jetzt Gypsy Classic. Wir hatten vorher Gypsy Super. Und ja, das ist Gypsy Classic. Qualität. Ja, und hier ist auch mein Hund. Ja, also, was ich sagen wollte, Qualitätsheimtierstreu. Und ich finde das voll süß, wie das da so drauf ist mit dem Frettchen, mit dem Hamster, mit dem Kaninchen, mit dem Meerschweinchen. Und das ist total süß hier oben. Ja, super süß gemacht. Und das ist natürlich auch von Tierbotette. Das ist ja alles von Tierbotette. Und ja, genau. Dann rücken wir das mal weg. Und dann nehme ich es etwas näher dran. Das ist übrigens für die Meerschweinchen gewesen, das Streu. Alles klar. Und dann haben wir hier einmal... Ich würde auch auf jeden Fall alles einfrieren. Und ich sehe gerade, dass es ein bisschen nass geworden ist. Ich hoffe, das Futter ist nicht nass geworden. Aber... Ja, riecht auf jeden Fall nicht, also es kann kein Pipi sein. So, und das ist Bunny Hamstertraum. Das ist ja Teddys Hauptfutter. Und ja, da habe ich einfach mal für Vorsorge, damit, wenn das leer geht, damit man auf jeden Fall was hat, etwas gekauft. Ein bisschen. Und zwar ist es Basic. Und ja, ich verfütter das sehr, sehr gerne. Ja, genau. Ja, dann sieht ihr da noch ein bisschen Heu. Und zwar ist das einmal hier von Bunny Frischgrasheu. Frischgras, hey. Und da unten stehen noch solche Sachen. Und ja... Das hatten wir noch nie, aber da sind halt so Blüten drin. Ja, auch verteilt. Hier. Bunny Frischgras Heu. Und ja, das ist hoffentlich sehr gut. Und dann sind da noch zwei andere Tüten. Heu. So, und zwar einmal noch. Frischgras Heu. Frischgras Heu. Achso, das hier war mit. Das hier war mit Blumen, Blüten. Blüten. Und das hier mit den Dingern, da sind die getrockneten. Da sind die getrockneten. Ja, ich meine die ein bisschen. Und steht leider gerade nicht drauf, was es. Wie das heißt. Ich hab's vergessen. Also ich hab's nicht vergessen, aber ich weiß es nicht, wie das heißt. Jetzt gerade. Hagebutte. Okay. Ja, Hagebuttenheu. Und das andere war Blütenheu. Und dann ist hier Kamillenheu. Ja, da steht es auch noch drauf. 12,17. Nee, das hat nicht so viel gekostet, Leute. Das hat nicht so viel gekostet. Das weiß ich. Deswegen, okay. Also von Bunny, Frischgras, Heu mit Kamille und ja, mal sehen, ob die Marys das mögen. Und der Hamster kriegt ja auch manchmal was, also Teddy. Und ja. Genau. So, das war's. Dann stelle ich nochmal alles auf, damit ihr das sehen könnt, was ich alles Bescheid auch im Überblick. Und da seht ihr die ganze Bestellung. Ja, es ist, finde ich, schon ganz viel geworden. So ganz schaffe ich es jetzt nicht, so wirklich alles drauf zu bekommen. Doch jetzt. Ja, das ist die ganze Bestellung. Die
wie ich heute, oder die ich heute letztens bestellt habe. Und ja, es ist ganz schön viel und es ist eine super Sache, weil man damit eine Tieraktion mitfinanziere, kann man so sagen, denke ich mal. Ja, genau. Und dann will ich sagen, bis demnächst. Und zu diesem Streu hier kommt auf jeden Fall noch ein Review, weil ich weiß selbst nicht, wie das ist. Es sieht sehr normal aus von der Qualität hier. Aber was hier sehr wichtig ist, dass es nicht so wirklich staubt. Und das werden wir halt testen, ob das nicht wirklich viel staubt. Und ja, genau. So, das ist jetzt alles, was wir bestellt haben. Und dann würde ich sagen, bis demnächst und tschüss.